Endlich angekommen. So, ich bin ein paar Meter weitergelaufen, weil ich habe die Schnauze voll von Bussen und ich wollte ein bisschen Ruhe haben. Und ich befinde mich vor dem Kölner Flughafen. Und das war die schlimmste Busfahrt, die ich jemals hatte. Die Busfahrt hat inklusive Verspätung ganze 36 Stunden gedauert. Und ich habe 50 Stunden nichts zu essen da gehabt. Also ich habe, ohne es gewollt zu haben, die ganzen letzten 50 Stunden zwanghaft gefastet. Aber meine letzte richtige warme Mahlzeit, die war noch weitere 24 Stunden davor. Und ich habe richtig Bock zu fressen. Genau, erstens das und zweitens, ich hatte überhaupt gar kein Geld gehabt, um irgendwann was zu essen zu kaufen, weil ich habe bis auf die letzten 61 Cent, genau, so viel habe ich auch im Portemonnaie drin, habe ich wirklich alles für die Reise ausgegeben, damit ich für euch viel geileren Content bringen kann. Wir haben heute den 21. Oktober. Genau, Freitag, den 21. Oktober. Und zwischen den 21. und den 26. bekommt man als YouTuber YouTube-Gehalt. Und ich habe die ganze Zeit, die ganze Busfahrt gehofft, dass ich heute mein Gehalt bekomme. Und heute ist auch noch so ein Scheiß-Freitag. Aber weil heute kein Gehalt gekommen ist, muss ich bis Montag wahrscheinlich warten. Und das ärgert mich so richtig, das ist richtig widerlich und dreckig. Ich hätte richtig Bock drauf, so ein mir jetzt sofort was zu kaufen, irgendwie was zu fressen. So, erstens das, also erstens Thema Essen war scheiße gewesen, weil ich nichts zu essen da hatte. Und die ganzen Gäste haben vor mir die ganze Zeit gefressen. Die haben sich immer so eine belegte Brote und irgendwas, so ein Schnitzelbrötchen oder so, worauf ich richtig Bock hätte, immer geholt. Und es gab ja alle paar Stunden mal eine Pause dazwischen und natürlich hat man genau dort pausiert, wo es teuer war, wo ich für 60 Cent nicht mal ein Brötchen oder so holen konnte. Das war richtig scheiße gewesen. Oder obwohl, ich hatte doch etwas zu essen da gehabt, und zwar Bockwürstchen, Nudeln und Gewürzketchup. Na gut, Nudeln, die könnte ich jetzt im Bus nicht kochen, aber die war ja im Gepäckfach eingeschlossen gewesen und ich konnte die gesamte Busfahrt da überhaupt nicht ran, weil sonst hätte ich die Bockwürstchen gegessen. Und deswegen werde ich die auf jeden Fall gleich kochen, wenn ich irgendwie so ein stilles Plätzchen gefunden habe, damit ich mal die erste warme Mahlzeit nach so langer Zeit mal zu mir nehmen kann. Und was noch beschissen war, ich hatte 4 Flaschen Wasser dabei gehabt. Eine Flasche Wasser war gutes Wasser gewesen und die war auch in meinem Wagen mit in dem Gepäckfach eingeschlossen gewesen, sodass ich da auch nicht ran konnte. Aber die anderen 3 Flaschen Wasser, die ich in meinem Rucksack da hatte, also mit im Bus genommen habe, die habe ich in der Busstation in so einen Wasserhahn entnommen gehabt. Und das Wasser, das war so richtig scheiße gewesen. Das hat so richtig nach Chlor gestunken. Und jedes Mal, wenn ich notdürftig so einen kleinen Schluck davon genommen habe, weil ich einfach die ganze Zeit total durstig war, hatte ich jedes Mal so ein Drücken im Magen gehabt und so ein Durchfallgefühl gehabt. Und ich konnte die Toiletten immer nur alle paar Stunden benutzen, in so einer Gaststätte oder Restaurant oder wo wir gehalten haben, weil die Flixbus-Toilette, die war so richtig voll gepisst gewesen und die hat so richtig gestunken und da gab es kein Toilettenpapier und auch kein Handpapier. Das Wasser hat überhaupt nicht funktioniert, Seife hat auch nicht funktioniert und wenn man die Toilette gespült hat, dann kam da kein Wasser raus, sondern so eine richtig durchfallfarbene braune Soße, die so richtig gestunken hat. Das war richtig widerlich gewesen, da musste ich manchmal würgen. Und da konnten die Busfahrer weder Deutsch noch Englisch und selbst wenn ich irgendwie mit einem Google-Übersetzer irgendwie was gezeigt habe oder versucht habe, was zu erklären, dann haben sie es auch überhaupt nicht verstanden. Und die waren auch total laut gewesen, man konnte überhaupt gar nicht pennen oder kaum. Also ich habe fast kein Auge zugedrückt. Ach so, und wisst ihr, was noch beschissen ist? Ich muss noch von Köln nach Bremen hinfahren, weil ich wohne ja in Bremen. Und mein Bus würde eigentlich in einer Stunde kommen. Aber dieser Bus ist voll, wie ich vorhin gesehen habe. Das heißt, ich komme heute nicht mehr nach Hause. Schon wieder so ein Urban-Survival oder wie das heißt. Ohne es gewollt zu haben. Das passiert mir irgendwie ständig. Ich habe hier eine Pfandflasche gefunden. Die werde ich auskippen und mitnehmen. Guck mal, ich habe hier so eine Dose gefunden. So, ich habe Rewe gefunden. Und hier werde ich jetzt Pfand verkaufen gehen. Und was zu fressen holen. So, ich habe mir ein Apfeldreieck und 3 Brötchen geholt.
Endlich, mein erstes Essen nach über 50 Stunden. Guck mal hier. Ich habe hier schon wieder Pfand gefunden. Aber ich sammle nur die leichten hier ein. Also diese Dosen und diese Flaschen hier. Diese Glasflaschen da, ich keinen Bock, das so rumzuschleppen. Ich habe hier noch mehr Pfanddosen gefunden. Und diese hohe C-Flasche habe ich auch gefunden. So, ich habe hier eine möglichst offensichtliche Stelle gefunden. Und zwar genau hier. Ich habe hier mein Tarp aufgespannt. Und genau hier vorne ist Fußweg und da hinten ist noch ein Fußweg. Genau, und hier werde ich heute pennen. Und jetzt werde ich erstmal fressen machen. Es wird Zeit, dass mal was Warmes in meinen Magen reinkommt. Oh scheiße, meine Gaskartusche ist leer. Scheiße. Ja, nee, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Es ist richtig, richtig, richtig scheiße, dass das hier jetzt leer ist. Aber guck mal, ich habe zum Glück vorgesorgt. Und zwar, ich habe hier ein Dings, eine Brennpaste dabei für so einen Notfall. Und zwei, dieses hier, die man hier zusammenstecken kann. Die kosten noch fast gar nichts. Und dann hier drauf und dann den Topf hier drauf. Naja, da bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. So, man sieht, das dampft. Aber das hat extrem lange gedauert und das kocht immer noch nicht. Und was mich so ein bisschen sorgt, das sieht schon irgendwie, dass das so ein bisschen verbraucht ist. Das ist schon irgendwie zur Hälfte leer oder so. Und deswegen warte ich jetzt nicht, bis das kocht, sondern werde sicherheitshalber jetzt schon diese Dingsnudeln hier reinmachen. Ich freue mich gleich auf die erste warme Mahlzeit nach so langer Zeit. Also ich habe bestimmt seit fast 80 Stunden keine warme Mahlzeit mehr gegessen. Prüfen, ob die gut schmeckt. Nee, es schmeckt scheiße. Ich bin unzufrieden. Das schmeckt irgendwie lasch. Bockwürstchen sind irgendwie nicht so knackig. So total matschig und total lasch. Und die Nudeln, die sind auch total lasch irgendwie. Vor allem die sind nicht so geschmacksintensiv. Das ist wie Mehl irgendwie, ich weiß nicht. Scheiße. Also nach so langer Zeit habe ich mir ein anderes Fressen vorgestellt. Die Nudeln wie so ein Mehl, als ob da irgendwie so, das ist so richtig mehlig irgendwie. Diese Bockwurst voll lapprig und so überhaupt nicht knackig und sowas, das... Nee. Kann ich nicht empfehlen. Ich bin wieder wach. Guck mal, hier vorne liegen Muscheln. Das heißt, es kommt manchmal vor, dass das hier überflutet ist. Weil da hinten, da ist Wasser. Das heißt, diese Nacht habe ich Glück gehabt, dass ich nicht überflutet wurde. Dass ich hier nicht weggeschwommen wurde und sowas. Und die Sachen dann plötzlich wegpacken muss. Um da mich da oben zu retten, da hinten. Oder auf den Baum klettern müsste oder so. Cool, oder? Richtig geil. Deswegen habe ich diese Nacht Glück gehabt. So sieht mein Schlafplatz von dieser Perspektive aus, tagsüber. Und da hinten, da pennt auch noch jemand. Ich will das jetzt nicht unbedingt filmen und zeigen. Aber da sind auch ganz viele Tarps irgendwie rüber gespannt. Und das hat er so richtig verschlossen gehabt. Vielleicht pennen da noch mehr Leute drin, vielleicht Obdachlose oder so. Und da drüben habe ich gestern Abend auch noch jemanden zelten gesehen. Und von daher habe ich mich beschlossen, dass ich hier in der Mitte zelte. Also nicht zelte, sondern tapiere. Lokomotive! Kölnische Lokomotive! Vollfettbaum! Vollfettbaum! Baum mit Fett dran! Vollfettbaum! Und hier sind überall alles voller dieser Schlösser und sowas. Und hier sind diese nervigen Züge und so. Nervt hier rum. Hier vorne ist dieses Dom oder wie das heißt. Und da drüben, da ist dieser Hauptbahnhof. Die Fahrt dauert jetzt 3 Stunden.